Willkommen zu einer neuen Reaction hier auf meinem Kanal. Wir schauen uns heute mal wieder ein Video aus der Landwirtschaft an. Und zwar nicht irgendein Video, sondern ich würde sagen, das ist der beste Landwirtschafts-Image-Film oder Trailer oder wie auch immer man das nennen will, den ich jemals gesehen habe. Es ist zwar ein Werbevideo für ein Lohnunternehmen, aber das ist eigentlich egal, weil er ist so gut gemacht und das muss ich euch einfach mal zeigen. Ich habe mir den Film schon mal vor einem Monat angeschaut oder so, als er rauskam. Und ich war richtig beeindruckt von der filmerischen Leistung, von der Umsetzung hier in dem Video. Aber ich will gar nicht lang schnacken. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal zusammen rein. Gedreht wurde dieser Imagefilm meines Wissens anlässlich des 40-jährigen Bestehens des Lohnunternehmens Blunk. Ist ja wirklich ein großes Lohnunternehmen, ich glaube mit mehreren Standorten. Und jetzt schaut euch einfach mal an, was ich meine. Warum der so gut ist, warum ich den so gut finde. »40 Jahre Blunk. Da stellt sich auch die Frage, was ist echt Blunk?« Also schon hier in den ersten Sekunden, finde ich, die Bilder, die Emotionen, die rübergebracht werden, ja, die Bildkomposition, die Sounds auch, die da irgendwie drunter gelegt wurden, der Sprecher, herrlich, herrlich, so sollte Werbung sein. Also mich holt das zu 100% ab hier. Also wenn ich jetzt irgendwie Landwirt wäre, würde ich sagen, ich habe keine Ahnung, wie gut das Lohnunternehmen ist, aber die Werbung fand ich klasse. Echt Blunk ist zu wissen, was man will. Mit Einsatz nach vorne zu kommen und Top-Arbeit abzuliefern. Echt Blunk heißt nicht anderen hinterherzulaufen, sondern selbst Vollgas zu geben, zu brennen. Und zwar mit Leidenschaft für Qualität und Leistung. Was ich auch wirklich, was ich beeindruckend finde an diesem Trailer, ist, wie viele Bilder in kürzester Zeit ineinander übergehen. Also man hat nicht das Gefühl, obwohl das super schnell geschnitten ist, hat man nicht das Gefühl, dass das jetzt irgendwie zu viel ist, sondern man wird richtig reingesogen. Herrlich, klasse, großartig. Auch die Übergänge, ne? Die Übergänge von der Landwirtschaft so smooth in die Bauwirtschaft. Klasse. Das sind die beiden echtesten Blunks. Denn die haben es gegründet. Und das hier ist einer der ganz neuen Generation waschechter Blunks. Er ist der erste ein- und angestellte Blunk und echt bis heute an Bord. Sie ist es ab jetzt genau. Und die zwei sind es schon seit ihrer Geburt. Genauso wie die beiden auch. Wir denken als allererstes an den Menschen. Echt Blunk ist also die Reise zusammen. Und zwar im Team. Dabei Wünsche zu erfüllen. Aber ich finde auch toll, wie Bilder mit dem Voice-Over und der Story, die da irgendwie erzählt wird. Also das ist ja mehr als einfach nur ein Werbefilm, sondern das ist ja ein emotionales Video eigentlich, ne, wo viel so über die Geschichte von diesem Lohnunternehmen erzählt wird. Und ich finde klasse, wie alles so miteinander harmoniert. Das ist auch hohe Kunst, ne? Also das schafft nicht jeder. Auch zu verstehen, dass jede Arbeit draußen nur so gut ist wie ihr Rückgrat drin. Und so bedeutet echt Blunk für uns immer, dass alle herzlich willkommen sind. Sich selbst und andere begeistern zu können. Besonders so mit Umwelt und aktivem Klimaschutz
Schon heute an die nächste Generation von morgen zu denken. Es ist also echt blunk, als Kunde genauso wie als Mitarbeiter verstanden zu werden. Brücken zu bauen, fair behandelt zu werden und zu vertrauen. Dabei wachsen wir mit Power, denn geht nicht, gibt's nicht. Trotzdem muss in jedem Fall alles Hand und Fuß haben, weil es eben echt blunk ist, dass man sich drauf verlassen kann. Tolle Bilder, oder? Da kann man sagen, was man will. Also schreibt es mir mal in die Kommentare. Aber das sind doch wirklich tolle Bilder, tolle Übergänge. Klasse. Und es wird auch nicht schlechter im Laufe des Videos. Manche verschießen direkt am Anfang ihr ganzes Pulver und haben dann am Ende nur noch so irgendwie so ein bisschen Material rumfliegen, was dann irgendwie zusammengefriemelt werden muss. Aber das ist ja auch nicht der Fall. Es ist eine konstante Linie. Klasse. Bei echten Blunks ist viel dahinter. Es sind die, die den Ernst der Lage verstehen und bei aller Freude auch mit Händen Arbeit anpacken können. Und dennoch, weil auch echte Blunks nicht unfehlbar sind, ist es uns wichtig, Probleme immer direkt anzupacken. Echte Blunks sind eben Macher, Navigatoren, Fertigsteller. Wir haben eine Menge, was uns antreibt. Das hier, das sind übrigens so Szenen, ne? Die machst, also ich weiß nicht, wie lange die gebraucht haben für diese Szene, aber ich kann mir vorstellen, 5-mal haben sie es gemacht, vielleicht sogar noch öfter. Vielleicht haben sie es auch in einem Mal durchbekommen, aber das sind so Szenen, wo man manchmal ein bisschen braucht. Aber guck mal. Navigatoren, Fertigsteller. Hier, ich weiß nicht, ob das die Kamera ist oder die Drohne, aber ich glaube, es ist eher die Kamera, die da irgendwie sozusagen von dem Bagger vorkommt und in dem... Es muss halt genau zur richtigen Zeit müssen die Steine hier runtergesetzt werden. Wir haben eine Menge. Ah, vielleicht haben sie es auch beim ersten Mal geschafft. Ich weiß es nicht. Was uns antreibt. Und sind noch lange nicht am Ende. Denn echt blunk ist es zu wissen, es geht immer noch mehr. Echt blunk. Seit 1982. Ja, das ist der Trailer. Ich lasse den jetzt einfach nochmal, bevor ich hier was zu sage, lasse ich den jetzt einfach nochmal stumm im Hintergrund laufen, weil ich finde, das ist wirklich ein Meisterwerk. Oder? Also, kennt ihr vergleichbare Videos, die so sehr mit Emotionen, mit Story, Soundeffekten, mit Bildeffekten, mit guter Bildkomposition arbeiten? Ich glaube nicht. Also selbst die Herstellervideos zu vielen Modellen, Traktormodellen, Dreschermodellen oder was auch immer oder irgendwelchen Anbaugeräten oder so, sind nicht auf dem Level, wie das hier ist. Das ist so gut gemacht und vor allen Dingen, wie viele Bereiche, also da ist ja wirklich alles drin. Also eine persönliche Story, dann irgendwie der Versuch, die Landwirte davon zu überzeugen, dass Blunk ein gutes Lohnunternehmen ist und die Arbeit gut und gewissenhaft macht. Dann alle möglichen Geschäftsbereiche, dann irgendwie noch so die soziale Komponente, Umweltkomponente ist auch noch mit drin. Dann wird gezeigt, wie viele Maschinen die haben und welche Bereiche die abdecken können und wie groß die Maschinen auch sind und so. Das wird auch noch gezeigt. Dann die Einsatzbereiche, Bauwirtschaft, Hafen wurde ja auch gezeigt, Überladen in Zug wurde ja auch gezeigt. Also das ist, ich finde das richtig gut gemacht und weil ich da so beeindruckt von war, also ihr merkt, ich glaube gerade so aus Videomachersicht ist man einfach auch extrem beeindruckt.
beeindruckt davon. Und weil ich da so beeindruckt von war, habe ich dem Macher, ich glaube, Johann Bendix hieß er auf Instagram. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich habe mir auch damals die Website und sowas angeschaut und wollte mal wissen, was die sonst so machen. Und weil ich so beeindruckt war, habe ich dem auch direkt geschrieben, tolle Arbeit. Ich werde euch sowohl das Originalvideo als auch den Instagram-Kanal mal in der Videobeschreibung verlinken. Und ich weiß nicht, was da sonst noch so alles zu entdecken war, aber ich finde das richtig, richtig, richtig gut gemacht. Rundum gelungenes Video und ich würde sogar sagen, in der Landwirtschaftsszene ist das ein Meisterwerk, oder? Aber schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, wie ihr das so findet, ob ihr ähnlich beeindruckt wart wie ich oder ob das für euch einfach nur ein ganz normales Werbevideo für so ein Lohnunternehmen war. Ich habe mit Blunk und sowas nichts zu tun, ich habe nur das Video entdeckt und dachte mir, weil das auch von vielen geteilt wurde auf Instagram, und dachte mir, ach, schaust mal rein, und ich sag's mal so, ich wurde nicht enttäuscht. Klasse, klasse, klasse. Wirklich großes Kino. Also wie gesagt, wenn ihr es euch mal anschauen wollt, Link dazu in der Videobeschreibung. Von mir wirklich großer, großer Daumen nach oben für die ganze Nummer und ich bin sehr gespannt, was ihr von diesem Werbevideo hier haltet. Ich danke euch fürs Zuschauen. Morgen sehen wir uns schon wieder mit einem neuen Video und was da so angeschaut wird, das werdet ihr dann morgen sehen. Ich danke euch und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.